Und die Vorstellung? Kann ich machen. Und ich mache mich einfach aus und freue mich total, dass ihr alle wieder da seid, nachdem wir eine Woche ausgefallen hatten, längeres Wochenende hatten. Noch mehr freue ich mich, dass Leonie da ist und heute den Abend bestreitet und wir was Spannendes hören. Und dass Sven das Warm-up macht, genießt den Abend alle miteinander. Ja, ich mache das echt kurz, ne? Auch alle, also natürlich begrüße ich euch alle und freue mich auch, dass wir heute wieder am Start sind. Und mit einem extrem coolen Thema, gerade natürlich in Zeiten von Corona, aber auch unabhängig von Corona, ist das natürlich ein sehr cooles Thema. Wir werden das Thema nochmal aufgreifen, und zwar im Juli, wenn wir über Virtual Reality sprechen. Da sprechen wir nämlich als kurzen Teaser schon über VR im Bereich von Schlaganfalltherapie und VR im Bereich der Psychotherapie. Jetzt aber ein anderer Ansatz, weil es gibt halt, ich würde sagen, dass das ein Thema ist, gerade Psychotherapie, was schon gut an Ansätzen beforscht ist und wo es schon auch gute, in Teilen gute Evidenz gibt in Bezug auf den Nutzen. Aber zu den Details wird uns Leonie sicherlich was erzählen, die da die absolute Expertin ist und hier bei uns an der Uni am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie arbeitet und da viel besser was zu erzählen kann als ich. Deswegen übergebe ich das Wort direkt an Leonie. Schön, dass du da bist und wir freuen uns auf deine Ausführungen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Genau. Hallo erstmal an euch alle. Genau. Ich bin Leonie Trimpop. Wie gesagt, arbeite auch an der UWH. Ich habe auch meinen Masterabschluss hier gemacht und habe auch da schon ein bisschen in Online-Therapie was gemacht. Und ja, ich werde mich erstmal damit beschäftigen, was ich euch jetzt eigentlich heute Abend erzählen werde. Online-Therapie ist nämlich tatsächlich ein, naja, sagen wir mal schon ein relativ großes Feld, relativ beforscht, genau. Aber eben auch noch irgendwo ziemlich in den Kinderschuhen. Und zu Online-Therapie gibt es tatsächlich, naja, so zwei Sachen, die man ganz gut darunter verstehen könnte. Einmal eben die direkte, sagen wir mal, Videosprechstunde, die es jetzt nicht nur in der Psychotherapie gibt, sondern generell in der medizinischen Versorgung und dann eben so Online-Psychotherapie oder Online-Psychotherapie-Programme. Dazu werde ich euch was erzählen und dann werde ich natürlich auch noch was dazu sagen, was wir eigentlich an der Uni Witten hier oder was der Lehrstuhl, an dem ich arbeite, eigentlich für Online-Programme im Moment dabei hat. Dann kommen wir erstmal zur V-Video-Sprechstunde. Und zwar geht es darum, was ist denn die Videosprechstunde überhaupt? Da gibt es so einen kryptischen Begriff für, heißt telemedizinisch gestützte Betreuung von Patienten. Kann man sich jetzt erstmal vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, aber ist im Prinzip ganz einfach. Und zwar geht es da eigentlich einfach nur darum, dass man einen Videochat mit den Patienten hat. Also man sieht genauso wie ihr mich jetzt einen Psychotherapeuten da sitzen und auf der anderen Seite sitzt der Patient und kann was erzählen. Aber es könnte eben auch ein Arzt sein, also Arzt oder Psychotherapeut. Und ja, wofür ist das besonders hilfreich? Das ist besonders hilfreich für wenn man jetzt eher in den medizinischen Bereich geht, auch teilweise lange Anfahrtswege. Es gibt immer mal wieder Fachärzte, sind sehr weit weg, Psychotherapeuten muss man sich auch vielleicht weiter wegsuchen. Und wenn man lange Anfahrtswege hat und es aber auch digital lösen kann, dann ist es eben eine gute Alternative vielleicht für so Zwischenerhebungen. Wenn man vielleicht nach einer Operation ist in einer Videosprechstunde, man kann vielleicht überhaupt gar nicht raus und liegt zu Hause rum, soll vielleicht gar nicht sich so viel bewegen, dafür ist es auch gut. Genauso vielleicht für kurze Rückfragen, wenn man sagt, ja, wie sieht das denn aus? Ich mache mir hier und hier drum Sorgen, eben
kann man eben auch die Videosprechstunde nutzen. Es ist gut für eine weitere Behandlungserläuterung, wenn man vielleicht fragt, kann ich jetzt so und so und darf ich danach eben vielleicht schon wieder Sport machen oder sowas, also wo es wirklich so um 20-sekündige Rückfragen geht. Man muss nicht extra in die Praxis kommen, man kann auch das übers Video lösen. Außerdem kann man darüber wohl auch, wenn man eine Webcam hat, die HD genug ist, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht den Heilungsprozess von einer Operationswunde begutachten. Gerade wenn man vielleicht sowas hat wie Transplantationen oder sowas. Habe ich zumindest schon häufiger definitiv in der Literatur gefunden und sagt auch eben die offizielle Angabe, dass man sich das dann gut angucken kann. Und man kann, es gibt in der Psychotherapie so Interventionen, nennt sich das. Und da kann man natürlich auch zwischendurch mal einen Check-up machen. Wie läuft das bei Ihnen? Wie kommen Sie klar mit der Intervention, ohne dass da der direkte Kontakt vonnöten ist? Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen was dazu erzählt. Und da würde mich direkt am Anfang tatsächlich schon mal interessieren, Psychotherapie per Video. Ich weiß nicht, wer von euch schon Erfahrung hat oder nicht, aber da würde mich einfach interessieren, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das vielleicht auch ethisch vertretbar? Findet ihr es eher nicht vertretbar? Ja, was ist eure Meinung? Ich glaube, vielleicht kann Sven mir kurz helfen. Wir haben dazu auch eigentlich eine Umfrage. Ich habe Genau, das das nochmal wäre cool, wenn du vorbereitet. die. Genau. Und Genau, da könnt ihr kurz bevor jetzt abstimmen. eure, genau, bevor ihr eure qualitativen Inhalte hier einstellt, bitte beantwortet doch einmal die Umfrage. Also, ne, ist es ethisch vertretbar? Klar, ethische Themen sind ja meistens Graubereiche und was gibt es Schlimmeres, als Graubereiche in Likert-Skalierung abzubilden? Aber letztendlich geht es ja erstmal um so ein Stimmungsbild und nicht jetzt eine valide Aussage hier zu treffen, ne? Also nimmt das nicht Genau. zu statistisch genau jetzt. Genau, ich mache die Hast du Ergebnisse, das? stimmt bitte alle ab. Scheint sich auf jeden Fall eine deutliche Verschiebung nach oben zu geben, allerdings auch irgendwie eher mit einem Stimme zu und nicht völlig. Also es scheint doch schon eine gewisse Art der Verhaltenheit vielleicht da zu liegen, oder interpretiere ich es falsch? Also ich sehe auch hauptsächlich bei Stimme zu und nicht bei Stimme völlig zu. Und es gibt auch natürlich wieder ein paar, die eher in der Mitte sind oder bei Stimme nicht zu. Kein Ersatz zur regulären Psychotherapie gibt es hier als Stimme, ergänzend für eine bestimmte Patientengruppe, Körpersprache. Oder auch, ich glaube, wenn man den Therapeuten noch nicht kennt, ist es schwierig, eine Beziehung per Video aufzubauen. Ja. Als Unterstützung, Wechsel, Vertrauen entwickelt sich viel besser. Ich finde das auch sinnvoll. Gerade punktuell und auch gut. Also man sieht an diesen Rückmeldungen, das ist ja immer ganz spannend, finde ich. Also auch so, ich weiß nicht, wie Jan und die anderen das sehen. Also ich beschäftige mich jetzt nur mit dem Thema Digitalisierung und das jetzt schon ein bisschen länger. Und es kommen immer so diese Frage, kann das etwas ersetzen? Also es ist praktisch immer eine Frage, ne? Ich verstehe die Frage schon gar nicht mehr, Immer. weil ich verstehe die Frage schon gar nicht mehr, weil, also, für mich ist die gar nicht mehr nachvollziehbar, die Frage, weil es praktisch eigentlich immer ein integrierter Schritt sein muss, ne? Also egal eigentlich, für was für ein Thema man sich irgendwie unterhält. Also ich finde, es ist eher, man muss eher mal fragen, wie kann man es integrieren oder wie kann man es sinnvoll integrieren, ne? Aber trotzdem ist es ja eine Die Frage berechtigte. kriege ich tatsächlich auch sehr oft. Ja. Ja. Weil immer, es kommt sehr, sehr schnell so, ne? Kann man nicht ersetzen so. Also das, ich will das nicht wegreden, ne? So, aber ich glaube, man muss sich, ob das der richtige Ansatz ist, praktisch, um hier das zu diskutieren, weil ich glaube, es geht eher immer darum, also weil es ist eigentlich klar, dass es eigentlich keinen Bereich gibt, der nicht
der nicht massiv von der Digitalisierung im Gesundheitswesen also beeinflusst ist und integriert da betrachtet wird. Ne? Und deswegen ist eher immer die Frage, wie ist es sinnvoll zu integrieren. Ne? Ich glaube auch, Okay, dass Entschuldigung. häufig irgendwie also gedacht wird, dass man versucht, das zu ersetzen, aber das hat Digitalisierung ja gar nicht als Anspruch. Es geht ja gar nicht darum, den menschlichen Kontakt komplett zu ersetzen an der Stelle. Und ich mache mal den Gegenpol auf und vielleicht tut es das trotzdem. Ja, also ich wollte jetzt eben schon schreiben, na ja, hat WhatsApp denn das Telefongespräch ersetzt und ähnliches? Ja, und bei manchen hat es das, weil ihnen das Telefonieren unangenehmer ist, als eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Und für die ist es dann vielleicht auch okay, wenn Digitalisierung was ersetzt. Also glaube, es wird ja nur dann was ersetzt, wenn das Ersetzende was besser kann als das, was ersetzt wird. Und wenn das so ist, dann muss man damit leben. Und wenn das nicht so ist, muss man sich keine Angst machen. Ich hatte Laura oben ja auch geschrieben, dass das eher die Hemmschwelle senken kann für viele Leute. Für manche Leute die einzige Option ist vielleicht auch eine Therapie überhaupt zu beginnen. Finde ich auch wichtig. Und ich glaube auch gerade jetzt für Leute, die also immer noch mit schambehaftete also Themen in sich tragen, also ob das jetzt dement ist oder Psychotherapie oder sonst welche Dinge, ne, denk mal an Burnout oder was das noch, keine Ahnung, das ganze Thema Phobien oder sonst was so. Ich meine ganz im Ernst, wie viele Leute mögen nicht zum Arzt gehen? Also ich kenne die Dunkelziffer nicht oder irgendwie Zahlen, aber wie viele Leute gehen nicht zum Arzt, weil sie irgendwie Scham haben, ne? Und da denke ich dann auch immer, okay, das sagen ja auch viele bei Ada. Also Ada hatten wir ja letztens nur schon gesprochen. Da sagen die Leute natürlich irgendwie so, yo, in den Kommentaren müsst ihr euch mal im App Store durchlesen. Für die Ärzte sicherlich wichtige Kommentare. Da sagen die, yo, ist gut, dass mir mal einer zuhört, ne? Ja, und jetzt, um jetzt nochmal den alten Mann hier wieder rauszulassen. Vielleicht ist es ja auch so, dass so ein digitaler Kontakt manchmal auch hilft, dass man sich in den realen Kontakt reintraut. Ja, jetzt habe ich ja gelernt, dass ganz viele Menschen ihre PartnerInnen erstmal online kennenlernen und dann real. Vielleicht ist das bei einer Psychotherapie und Ähnlichem auch so. Man macht, also lernt sich erstmal online kennen, verliert die Scham, findet Vertrauen und dann stellt man fest, Präsenz ist doch gar nicht so schlimm, sondern viel besser. Ja, weil ganz im Ernst, ich meine, so ein erstes Date mit einem Therapeuten, da denkt man sich doch auch, wenn man da jetzt hingefahren ist und stundenlang gewartet hat, dann würde man, und das passt nicht von der Beziehung her, ja, dann sagt man sich auch, ja gut, warum bin ich da jetzt hingefahren, ne? Also, ich finde es auch genauso, wie du sagst, Jan. Also eigentlich kann es ja auch total die Chance sein, sich erstmal so zu, ja, so ein bisschen Kontakt zu kriegen, so, ne? Und dann, das finde ich auch eine interessante Perspektive auf jeden Fall. Triffst die Nachbarin im Wartezimmer, lauter so ganz schreckliche Sachen, von denen man sich ewig gefürchtet hat, dass es passiert. Ja. Du hier. Gut. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon hier viel diskutiert und es gibt sehr viele Inhalte, also es ist überwiegend so unpersönlich, Kontakt darf nicht ersetzt werden und so, das sind halt sehr, ne, online ist auch niederschwellig, schreibt hier Jenny, yo. Ja, okay, vielleicht gehen wir mal einfach an Leonie weiter. Okay, kann ich jetzt hier auf Umfrage beenden klicken? Ich kann das. Okay, wunderbar. Okay, ja, tatsächlich, erstmal Psychotherapie per Video ist seit Herbst 2019 noch mehr, aber eben auch tatsächlich per Richtlinie erlaubt. Also viele Psychotherapie-Inhalte, Leistungen dürfen per Videosprechstunde durchgeführt und abgerechnet werden. Also auch die Verantwortlichen in Deutschland haben sich gedacht, könnte ja eine sinnvolle Sache sein. Aber man muss dazu sagen, haben sie es unbegrenzt möglich gemacht? Haben sie einfach gesagt, ja, okay, komm hier, mach mal. Natürlich nicht. Wie das immer so ist in Deutschland, auch mit der Bürokratie, teilweise gut, teilweise schlecht, haben sie gesagt, es muss Einschränkungen geben. Und zwar erstmal ist es wichtig, dass der Psychotherapeut eben unter Berücksichtigung der individuellen Krankheits- und Lebensumstände, also wie geht es dem Patienten, kriegt er das hin, was ist vielleicht gerade bei dem akut, entscheiden muss, ob überhaupt eine Videosprechstunde durchgeführt werden kann. Also häufig hat man vor dem ersten Treffen ja vielleicht schon einen telefonischen Kontakt.
da auch das entscheiden oder eben, wenn man sich schon kennt, überlegen, kriegt er das hin, kriegt die das hin. Dann auch nicht jede psychotherapeutische Leistung, haben Sie gesagt, darf so abgerechnet werden im Rahmen einer Videosprechstunde. Zum Beispiel die Akutbehandlung und die psychotherapeutische Sprechstunde nicht. Da geht es eben um so eine direkte Krisenintervention. Also wenn jemand wirklich gerade eine totale Krise hat, sagt, ich muss jetzt mit meinem Therapeuten reden, dann haben sie quasi gesagt, da ist es eben schwierig. Und auch in der psychotherapeutischen Sprechstunde, also im quasi direkten Erstkontakt, da haben sie auch erstmal gesagt, ah, da vielleicht erstmal lieber kennenlernen. Und außerdem haben sie gesagt, okay, wir wollen nicht, dass es zu viel Psychotherapie per Video gibt, deswegen sagen wir maximal 20%. Und sie haben auch als Voraussetzung eben diesen am Anfang zur Eingangsdiagnostik, zur Indikationsstellung und Aufklärung muss mindestens eben dieser persönliche Arzt- oder Psychotherapeuten-Patientenkontakt da sein. Ja, jetzt haben wir ja Corona-Krise. Und natürlich gibt es auch für die Psychotherapeuten in der Corona-Krise eine spezielle Regelung. Und zwar gibt es, naja, hat man sich gedacht, okay, Psychotherapie ist schon wichtig. Zum Glück hat man sich das gedacht und hat gesagt, aber gleichzeitig ist es sehr schwierig, alle Patienten immer zu sehen, gerade Risikogruppen. Wie könnte man das vielleicht machen? Geht das nicht auch mehr per Video, da man das ja sowieso schon erlaubt hat? Und da haben sie eben gesagt, okay, in Ausnahmefällen, wenn es eine besondere Begründung gibt, dann darf man jetzt auch diese ersten Kontakte auch per Videochat machen, bevor jemand sagt, ich gehe lieber gar nicht in Therapie, weil ich bin Risikogruppe und das ist mir alles irgendwie viel zu verrückt hier. Da darf man dann eben auch sagen, okay, in der Praxis ist es für den nicht zumutbar. Da müssen wir auf jeden Fall eine Videosprechstunde machen, dann darf man das auch machen. Sie haben gesagt, okay, jetzt erstmal für dieses Quartal setzen wir das aus, dass man nur diese 20% machen darf. Das heißt, im Moment darf man tatsächlich auch mehr per Videochat machen. Es gibt keine Grenze mehr. Das verhandeln die natürlich wieder neu, aber jetzt in Krisenzeit erstmal unbegrenzt. Und Gruppentherapie ist nicht als Videosprechstunde erlaubt. Das haben sie ganz klar gesagt. Ist wahrscheinlich zu chaotisch. Merkt man ja auch immer wieder, wenn man vielleicht mal in einem Zoom-Meeting war oder in einem Treffen mit mehreren Leuten. So ganz einfach ist das nicht, sich nicht zu unterbrechen und so. Und deswegen, ja. Ja, woher habe ich diese ganzen Infos? Wer bestimmt das eigentlich hauptsächlich mit? Es gibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die KBV, und es gibt auch noch Kassenärztliche Vereinigungen der Länder oder der einzelnen Regionen. Bei uns ist das die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Warum ist das vielleicht für euch auch interessant? Einmal für die vielleicht Psychotherapeuten unter euch oder vielleicht auch diejenigen, die Fachärzte werden wollen oder die Fachärzte suchen. Auf der Seite von der KVBL gibt es so eine total coole Arzt- und Psychotherapeutensuche, wo man tatsächlich sich mal durchklicken kann, was man vielleicht auch Patienten empfehlen kann, wo man selber schauen kann. Und deswegen an der Stelle vielleicht einmal der Tipp, wenn man nicht bei der Verteilungsstelle oder sonst wo anrufen will, einmal www.kvwl.de eingeben. Da kann man mit seiner Postleitzahl ziemlich viele Fachärzte und auch Psychotherapeuten direkt mit Website und so finden. Ich fand das ziemlich klasse, ich wusste das lange nicht, deswegen. Genau. Okay, ja, dann jetzt natürlich auch nochmal ein Unterschied, wollte ich einmal kurz darauf eingehen, zwischen Ärzten und Psychotherapeuten. Bei Ärzten ist es so, bei den meisten Ärzten zumindest, die können das flexibel in allen Fällen nutzen, ist zumindest so die Angabe, wenn sie es für therapeutisch sinnvoll halten. Die Ärzte können das bei bekannten und unbekannten Patienten machen. Wie das da funktionieren soll, kann ich gleich gerne nochmal was zu sagen.
Und die Arztgruppen, die das nicht einsetzen dürfen, sind eben Laborärzte, Nuklearmediziner, Pathologen und Radiologen, wo ich mich eben auch frage, ein Pathologe, naja, ich möchte jetzt keine zu bösen Witze machen, aber ich glaube, so gut kann man sich da vielleicht nicht mit den Patienten unterhalten. Aber auch da eben dieser Unterschied für die Psychotherapeuten eben, ich glaube, teilweise auch sinnvollerweise gibt es diese Einschränkung für die Diagnostik, für den Erstkontakt, erstmal sich ein bisschen ins Gesicht gucken zu können, ist eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ja, technische Voraussetzungen. Was muss eine Praxis mitbringen? Was muss sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten passieren, damit das überhaupt möglich ist? Und zwar haben die ziemlich, starke Limitierungen, Bedingungen. Erstmal dürfen nur zertifizierte Videodienstanbieter genutzt werden. Es darf eben nicht hergegangen werden und einfach irgendwie spontan über Zoom sowas gemacht werden oder über Adobe Connect. Einfach wegen der Datensicherheit. Und zwar müssen diese zertifizierten Videodienstanbieter, die müssen sich registrieren lassen und die müssen eben garantieren können, dass alle Inhalte der Sprechstunde verschlüsselt sind, dass keine Inhalte vom Videodienstanbieter eingesehen werden können und dann müssen sich die Praxen eben auch noch registrieren und angeben, dass sie das machen wollen mit der Videosprechstunde. Ich sehe gerade im Chat, wer gilt als zertifiziert, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Aber erstmal zu den technischen Voraussetzungen. Die Praxen benötigen eigentlich ziemlich selbstverständlich eine Internetanbindung mit empfohlenen Firewall-Einstellungen, also auch da nochmal einen Block und dann natürlich einen Bildschirm, eine Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, was man halt braucht, um eine Videochat zu machen. Mehr eigentlich nicht. Genauso bei den Patienten, da auch Internetanbindung und dann eben Smartphone, Tablet, was auch immer man da hat, mit einer Kamera, einem Mikrofon und einem Lautsprecher. Aber auch hier sieht man, ohne Kamera schwierig, das heißt, das gilt schon eben als Voraussetzung, dass man sich aussieht. Ja, kommen wir zum Ablauf. Also, erstmal, der Arzt oder Psychotherapeut, wer auch immer eben die Praxis leitet, registriert sich bei diesem zertifizierten Videodienstanbieter. Und der Anbieter übermittelt dann die Infos, wie man sich überhaupt da einwählt, an die Praxis. Dann sagt der Patient, okay, ich möchte einen Termin in der Videosprechstunde. Und der meldet sich dann entweder über die Praxis, oder manchmal geht das auch, dass man sich über den Videodienstanbieter selbst meldet. Das geht auch schon mal. Und dann muss der Patient eben vor der ersten Einwählung sein Einverständnis geben, dass er das okay findet mit dem Videodienst. Danach wählen sich eben Patient und Arzt beim Videodienstanbieter selbst für den Termin ein. Und man kann da auch so Wartezimmer einrichten, sodass man die Leute dann auch quasi wie in der echten Praxis zu sich reinholen kann. Am Ende ist es wichtig, Videosprechstunde beenden und dann dokumentieren. Also Dokumentationspflicht gilt auch hier für die, denen das vielleicht was sagt. Was ich ganz interessant... Eine Frage. Ja. Sag mal, wie ist das so von der, ich hätte jetzt fast gesagt, von der Durchseuchung her, wie viele Praxen sind da so aktiv? Gibt es da irgendwie Umfragen? Da war eine Frage im Chat. Oh, das kann ich, weiß ich nicht genau. Ist eine interessante Frage, werde ich auf jeden Fall mal recherchieren. Ich kann, also gerade im Moment für Psychotherapie sind gerade die Ambulanzen super aktiv und soweit ich das mitbekommen habe, auch viele von den Niedergelassenen, aber da gibt es eben, ja, wie soll ich sagen, also es gibt häufig Probleme bei den niedergelassenen Psychotherapeuten zumindest, weil die technischen Voraussetzungen nicht erfüllt werden, weil eben keine ordentliche Internetanbindung, Firewall oder sowas da ist.
und die Leute sich teilweise eben auch dagegen sperren. Es wird eben nicht nur von uns kritisch diskutiert, sondern auch von vielen Psychotherapeuten. Wo das aber sehr gut funktioniert wohl, ist in den meisten Ambulanzen, von denen ich das so mitbekommen habe, also Ausbildungsambulanzen bei uns in Witten in der Ambulanz, die machen auch sehr, sehr viel über Videosprechstunde. Also da geht das schon bei den Niedergelassenen. So von dem, was ich jetzt gehört habe, würde ich mal so irgendwie halb-halb schätzen, aber ist schwer zu sagen. Okay, ja, alles klar. Danke. Gerne. Okay, also was ich ganz amüsant fand, war bei unbekannten Patienten, die sollen ihre Gesundheitskarte quasi in die Kamera halten und dann beteuern, ich bin wirklich Max Mustermann. Und dann soll eben die Sprechstundenhilfe die Daten auf der Karte erfassen und eingeben bei unbekannten Patienten. Ich habe das jetzt noch nie mitgemacht, aber habe mich tatsächlich gefragt, wie seltsam man sich eigentlich dabei fühlt, wenn man genau eben das macht und dann mit seiner Karte vor der Kamera sitzt. Die Idee an sich fand ich aber recht kreativ, sag ich mal. Okay, dann eben hier nochmal, kam ja vorhin auch die Frage, zertifizierte Videodienstanbieter, was heißt Zertifizierung? Was genau darunter jetzt fällt, ist eben der Datenschutz, das, was ich vorhin sagte, dass die Inhalte nicht einsehen können, dass es nicht aufgezeichnet wird, und eben auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf jeden Fall während der gesamten Übertragung. Und sie geben auch eine Selbstauskunft darüber, über im Prinzip ihr ganzes Unternehmen, soweit ich weiß. Ich habe die Selbstauskunft an sich jetzt leider nicht entdecken können, aber was im Prinzip da drin stehen müsste, ist eben was zum Datenschutz, dass sie Ende zu Ende verschlüsselt sind, wie sie ihre Profite generieren und so weiter. Außerdem kriegt man als Praxis auch eine Bescheinigung, dass das so ist, also dass man da einen Videodienstanbieter hat, der eben für Informationssicherheit garantiert zum Datenschutz und zu den Inhalten und dass er zertifiziert ist. Und man muss es eben angeben, dass man die Videosprechstunde machen kann, bevor man das abrechnet. Ja, dann habe ich euch hier nochmal so eine tolle Liste von den zertifizierten Videodienstanbietern mitgebracht. Das muss euch jetzt erstmal gar nichts sagen. Aber die Liste ist noch ein bisschen länger, auf jeden Fall mindestens nochmal doppelt so lang. Und man kann sehen, TÜV Saarland zum Beispiel zertifiziert und sonst Datenschutz Cert GmbH. Ja, was wir benutzen in der Ambulanz hier in Witten. Genau dazu, Caroline, was wir hier benutzen in der Ambulanz hier in Witten ist tatsächlich die eine App von Red Medical oder den Dienstanbieter von Red Medical. Die sind tatsächlich kostenlos, weil die aus ethischen Gründen gesagt haben, wir möchten eine kostenlose Version anbieten. Die finanzieren sich über so, man kann da so monatliche Abonnements abschließen, muss man aber nicht. Man kann das auch über die kostenlose Version machen. Darüber finanzieren die sich und die sind ansonsten tatsächlich kostenlos, man muss sich registrieren und so weiter. Und dazu habe ich euch jetzt einfach mal von Red Medical die Ansicht so nacheinander mitgebracht, damit ihr euch das mal irgendwie so ein bisschen angucken könnt, wie kann man sich das vorstellen. Und zwar, das hier ist quasi die Website von denen, da habe ich jetzt einfach mal so ein Stück rausgescreenshottet und unten ist eben die Webadresse von den. Dann, wenn man sich als Arzt einloggt, dann sieht der Screen so aus. Man muss eben die Organisation mit eingeben, den Kurznamen des Benutzers. Und dann kriegt man hier so eine Startseite. Und dann kann man hier eben, ich habe das jetzt mal geschwärzt, das sind hauptsächlich Kürzel tatsächlich. Das heißt auch hier, außer man klickt das an, dass es in Ordnung ist, wird der Name der Patienten zum Beispiel auch nur in Kürzeln
angegeben. Und dann hat man hier eben diese Oberfläche. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, hier gibt es einen Browser-Link für den Arzt und einen Browser-Link für den Patienten. Man kann einen Termin starten, man kann einen Termin einrichten und dann eben kriegt man diese beiden Browser-Links. Und das Coole an Web Connect, so heißt eben dieser Teil von Web Medical, ist, dass man dann tatsächlich, ich habe das hier mal einmal mit einer Kollegin von mir gemacht, nur den Link eingibt, das hier ist jetzt vom Patienten. Dann kann man sogar als Name noch unbekannt angeben, kriegt einen Zugangscode und muss sich gar nichts besonders irgendwie installieren. Man muss natürlich hier einmal zulassen, das hat jetzt zwar mein Webbrowser gefragt, aber man muss quasi einmal zulassen, dass man Mikrofon und so weiter erlauben möchte. Und dann kommt man eben in dieses Feld hier. Bitte warten. Und dann erscheint hier der Gesprächspartner, der entsprechende, und da links oben erscheint jeweils das eigene Bild, wie das beim typischen Videochat so ist. Aber es läuft eben alles über den Browser, es ist alles Ende zu Ende verschlüsselt, es kann nichts aufgezeichnet werden und es ist eben super simpel, selbst für Leute, die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben mit dem Internet. Dann hier nochmal andersrum. Und genau, dann hier nochmal zum Ablauf. Also auch bei Red Connect, das was wir da nutzen, muss man sich eben einwählen, man muss sein Einverständnis geben. Und dann, ach genau, die Patienten kriegen noch eine Einverständniserklärung, wenn sie denn längerfristig da bleiben und eine Aufklärung, man kann denen das auch noch darüber schicken. Dann wäre das jetzt erstmal zur Videosprechstunde. Wenn dazu jetzt gerade noch irgendwelche Fragen sind, würde ich jetzt hier kurz Pause machen und ansonsten eben weitergehen zu den Online-Therapie-Programmen insgesamt. Ich sehe jetzt als letztes nur die Nachricht von Jan Ehlers, weiß jetzt nicht genau. Da glaube ich keine Frage mehr, oder? Ich habe zumindest Okay. keine so Ich hab Zusage. gerade noch mal geschaut, die letzte Frage war die nach dem Preis von Caroline, die hast du schon beantwortet. Und zwischendurch gingen nur die Einzler Ola durch den Chat. Also es waren keine Fragen offen, die ich gerade gelöscht hatte. Schreibt im Moment auch keiner. Jetzt kommt Theo und Antonia schreiben, aber mach du weiter. Wir würden sagen, wir beobachten den Chat und stellen dann die Frage, wenn sie kommt. Okay, wunderbar. Dann mache ich weiter. Dann kommen wir jetzt zu den Online-Therapie-Programmen an sich. Das ist eben nicht die Videosprechstunde, sondern das ist ein Programm, was so sein kann wie eine Therapie oder vielleicht auch eine Beratung. Da kriege ich ganz, ganz oft die Frage, wenn ich das so erstmal erkläre, ist das jetzt nur so ein Fragebogen? Also muss ich da jetzt wieder einfach nur ein paar Fragebögen beantworten und dann gilt das als Therapie oder gerade die Psychostudierenden haben ja häufig Versuchspersonenstunden, Forschungsstunden und fragen das dann irgendwie. Natürlich ist es nicht nur ein Fragebogen, sonst wäre es eben keine Online-Therapie, sondern nur eine Online-Umfrage. Da gehört viel mehr dazu. Und zwar gehört da eben auch dazu, Informationen zu vermitteln, teilweise eben auch Kontakte zu Beratern, interaktive Übungen und auch, wenn es geht, individuelle Inhalte. Das haben jetzt nicht alle Online-Therapie-Programme, aber meiner Meinung nach sind auch interaktive Inhalte wichtig, um die Leute ein bisschen am Ball zu halten. Es gibt aber auch welche, die hauptsächlich Informationen nur vermitteln und dann nicht unbedingt noch irgendwelche anderen Inhalte haben. Ja, es gibt auch Fragebögen, so ein paar, die eben für die Forschung notwendig sind, wenn, wie zum Beispiel das bei uns ist, alles kostenlos angeboten wird, dann wird es häufig über ein Forschungsprojekt finanziert und dann
möchte man eben gerne die Forschungsdaten haben, um auch einfach gucken zu können, naja, wofür man, was kann man verbessern, wirkt das überhaupt, was wir da machen, um einfach sich so ein bisschen Feedback auch zu holen. Denn wenn es nicht wirkt, dann, ja, dann bringt wir auch nichts. Also dann muss man das ja vielleicht auch nicht weiter verfolgen. Online-Therapie gibt es in verschiedenen Formen und natürlich auch für unterschiedliche Zielgruppen. Einmal kann es eine Psychotherapie sein, also wirklich eher nach einem Manual aufgebaut. Es gibt aber auch welche, das sind eben so Beratungen. Also ist es mehr so eine Intervention, so ein einzelner Teil von irgendwas, oder ist es eben mehr eine direkte Psychotherapie? Ist es interaktiv oder reine Information? Und dann erzähle ich euch gleich nochmal was dazu, was man unter Unguided, Guided oder Blended Treatment versteht. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Sind es psychisch Erkrankte oder einfach erkrankte Menschen? Oder sind es Gesunde? Einfach vielleicht teilweise auch belastete Menschen, Jugendliche oder Erwachsene, sind Experten oder Einsteiger, all das ist ein Unterschied. Jetzt sehe ich gerade hier im Chat die Frage, ob schon, also ob Online-Sprechstunden genauso vergütet werden wie die Präsenzsitzung. Wenn es um Online-Therapieprogramme geht, nein. Die Videosprechstunde, da hatte ich tatsächlich was zu drin. Hab mir gedacht, damit langweile ich euch wahrscheinlich nur. Also tatsächlich gibt es sogar so eine Technikpauschale oder sowas, um die Praxen darin zu unterstützen, die technischen Herausforderungen zu meistern und sich den Kram anzuschaffen. Und das hat mit diesen 20% am Anfang zu tun. Und es gibt einen ganz eigenen Abrechnungsschlüssel für die Videosprechstunde. Die 20% Videosprechstunde, beziehungsweise im Moment ja alle, aber eigentlich diese 20% Videosprechstunde werden eigentlich genauso vergütet wie die anderen, soweit ich weiß. Genau, und im Moment kann man die eben normal abrechnen, man muss aber eine andere Ziffer dafür eingeben. Ich glaube, die Gelder werden das weiß ich gar nicht, ob die Gelder durch die KV. Es gibt so eine Wir können da so ein bisschen helfen, tatsächlich. Weiß ich nicht. Das wäre cool. Tatsächlich die Gelder zur Vorbereitung stellt die KV nicht, die Beratung zur Vorbereitung und auch so dieses ganze Kennenlernen von den digitalen Möglichkeiten, das ist tatsächlich was auf jeden Fall die KVWL gerade ganz stark macht. Da sind Julia und ich gerade im Projekt zusammen mit Sven und Theresa reingekommen, wo es genau darum geht, wie können so digitale Arzt- und TherapeutInnenpraxen aussehen. Und da will die KV tatsächlich ganz ganz aktiv werden und da eben zeigen, was man alles machen kann. Das heißt, das Know-how wird gestellt, die Zeit, die man dann für die eigene Praxis damit reinsteckt, das wird nicht vergütet, leider. Also ein Teil, ja. Okay. Genau, danke schön. Ja, dann mache ich mal weiter. Verschiedene Betreuungsformen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Online-Kontakte unter Umständen auch zu zum Beispiel Psychotherapeuten. Und da gibt es eben verschiedene Betreuungsformen in den Online-Therapien. Und zwar gibt es einmal die Unguided-Version, das heißt ohne Begleitung. Da wird meistens so eine E-Mail-Adresse angegeben für Technikrückfragen oder sowas oder eine generelle Kontaktadresse, aber die ist eben nicht für einzelne Fragen im Programm gedacht, sondern eben nur so für so ein globaleres
Zeug, wie wenn man seine Daten komplett löschen lassen will oder sowas. Dann gibt es die Guided-Version, das ist mit einer Begleitperson sozusagen, das heißt, es ist einem quasi jemand zugeordnet und der oder die ist für Nachfragen im Programm da, ist dafür da zu sagen, ja, brauchen Sie irgendwas? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Manchmal versteht man vielleicht eine Frage nicht, hat Probleme mit einer Übung oder möchte sich zu irgendwas Feedback einholen. Das bedeutet eben guided. Es ist jemand irgendwo an der Seite, dem man schreiben kann oder dem man sagen kann, hey, hier, ich brauche mal eben Unterstützung. Blended ist, steht dafür, dass man zwischendurch auch nochmal tatsächlich face-to-face, also vis-à-vis Kontakte hat, die mit der Online-Therapie kombiniert werden. Man hat also Online-Inhalte und trifft sich zwischendurch aber auch nochmal in echt. Es gibt verschiedene Kontaktformen, wie auch immer es im Leben die gibt. Man kann das schriftlich machen, telefonisch, es gibt welche mit Videochat oder eben im Fall des Blended Treatments zum Beispiel face-to-face. Manchmal ist es auch so, da hat man eine Face-to-Face-Sitzung am Anfang, um quasi über das Programm aufgeklärt zu werden und danach durchläuft man das aber nur online. Das gibt's auch schon mal. Ja, dann habe ich jetzt hier einfach mal so ein paar verschiedene Online-Therapien rausgesucht, sage ich mal. Das R-Emotion in der Mitte ist tatsächlich von der Universität Bern, mit der wir gemeinsam kooperieren. Da geht es um Emotionsregulation vom Züricher Ressourcenmodell. Das ist so ein kleines Tool, um mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich Schönes in meinem Leben. Haben wir uns auch viel inspirieren lassen. Und Get On ist so eine Reihe von Online-Therapieprogrammen, die irgendwie so nebenbei mit aufgetaucht ist. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die teilweise von so Zusatzversicherungen irgendwie durch die Krankenkasse auch teils mitfinanziert werden, so wie ich das verstanden habe, aber eben nicht alle. Und viele davon sind eben auch in Zusammenhang mit einem, mit einer Uni erstellt worden, mit einem Lehrstuhl erstellt worden, um das als Forschungsprojekt aufzubauen und werden dann eben auch kostenfrei angeboten. Nicht alle, es gibt einige, die kosten eben auch was, weil sie nicht ein Forschungsprojekt sind oder weil sie vielleicht ein Forschungsprojekt sind, aber nicht genug Gelder da sind. Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem. Ja, Nachteile, Vorteile würde ich jetzt auch erstmal wieder einmal an euch geben. Was meint ihr so? Was sind aus eurer Sicht so die Nachteile von dem ganzen Online-Therapie-Programm-Setting? Was sind die Vorteile? Wie seht ihr das? Ja, ich glaube, es waren schon wahrscheinlich vorhin sehr viele viele Rückmeldungen, aber die waren dann eher so integriert und nicht ersetzend und so. Und jetzt kommt jeweils alle Zielgruppen anzusprechen. Schlechte Kontrolle. Was meint denn schlechte Kontrolle? Isab, nee, das war, jetzt geht es hier so schnell. Also wahrscheinlich, es war vorhin so ein Spannungsverhältnis aus, wenn ich jetzt jemanden habe, der Anorexie hat oder so, dann kann ich den ja gar nicht so gut beurteilen, wie das vielleicht wäre, wenn er vor mir sitzen würde. Aber auf der anderen Seite würde sich die Person vielleicht auch gerade erst trauen, das in Anspruch zu nehmen. Also es ist vielleicht so eine Art von ja, so eine Art ein Spannungsverhältnis, ne? Also wo extreme Punkte es gilt abzuwägen
wo man vielleicht dem einen oder anderen eine Tür öffnet und bei dem einen vielleicht was verpassen könnte. Ich versuche mal hier so ein bisschen noch mitzulesen, aber danke dir auf jeden Fall. Das ist immer so ein Es kommt auf bisschen jeden Fall. natürlich ein Hin und Her, ne? Ja. Das ist immer so dieses schwer zu F, also das ist immer dieses Abwägen zwischen, was kann ich am Screen sehen und was kann ich nicht sehen, ne? Besonders viel eben die mit der Körpersprache, wie viel davon sehe ich eigentlich? Man sieht ja auch nicht den ganzen Körper. Ja, und hier ist nochmal technische Voraussetzung. Ja, das ist, Hanna hat hier einen Punkt nochmal angesprochen. Also es ist wirklich so, ja, das kommt jetzt in der im Zuge der Corona-Diskussion halt immer wieder auch auf, ne? Also wir haben uns jetzt im Kompetenznetz Public Health lange, also zu Tracing-Apps unterhalten und hier ist es auch so ein Thema, dass man immer davon aus, oder wir gehen immer davon aus, jo, klar, so eine App installieren ist ja ganz easy, ne? Aber es gibt einen großen Anteil von Menschen in der Bevölkerung, die wissen nicht, also die können praktisch nie keine App installieren, ne? Man denkt das nicht, also weil es ja so einfach ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, Omas, Opas, Tanten oder so, also die von sich aus praktisch in der Lage sind oder nicht in der Lage sind, eine, was weiß ich, die Tchibo-App zu installieren, das E-Mail-Passwort und die E-Mail dort einzugeben, so, also, und das könnte vielleicht ja hier auch so sein, dass es Leute gibt, die da Angst vor haben, weil sie es vielleicht nicht technisch so umgesetzt bekommen, ne? Hast du da Das ist Erfahrung, auf dass jeden Fall Leute ein mal Punkt. irgendwie Angst hatten? Wegen der technischen Voraussetzung? Ja, oder dass jemand gesagt hat, hier, keine Ahnung, oder ich hatte erst Sorgen, keine Ahnung. Ja, also tatsächlich sagen das ganz viele. Die meisten sind am Anfang erstmal so ein bisschen skeptisch. Was ist das überhaupt? Warum ist das überhaupt umsonst? Und wieso wollt ihr jetzt meine Daten haben oder weiß ich nicht? Das gibt's ganz oft. Und die sich dann auch denken, ja, aber Online-Therapie, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist, dann mich einfach nur selber durch so ein Programm durchzuklicken. Die sind häufig dann sehr beruhigt, wenn man ihnen sagt, sie haben auf jeden Fall jemanden an der Seite, sie können auf jeden Fall nachfragen. Und da sind die sehr froh drüber. Also eben diesen Guided-Ansatz, dass irgendeine Beratungsperson dazugestellt wird, das beruhigt die Leute tatsächlich immer sehr. Und ich bin ja jetzt dann auch einfach durch die Begebenheiten an unserem Lehrstuhl technischer Support für sämtliche Patienten, die bei uns sind. Und natürlich kommt da auch häufiger mal die Frage, Hilfe, ich habe meinen Browser geschlossen und das Internet gelöscht, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da weitermachen soll. Oder leider ist ganz, naja, ganz häufig ist übertrieben gesagt, aber häufig auf jeden Fall ein Problem, dass die Leute nicht darauf achten, ob sie Internet haben, und dann einfach ihre Daten abschicken und die dann hin und wieder mal weg sind. Weil natürlich, wenn ich jetzt was auf meinem Computer gespeichert habe quasi, und es an einen Server schicken möchte, muss ich gucken, dass ich Internet habe. Und auf der Plattform, die wir haben, wird das leider eben nicht so zwischengespeichert. Und verschwindet dann doch mal irgendwie auf dem Weg dazwischen, wird nicht ganz übertragen. Das ist echt ein Problem. Und wir haben schon quasi vor jedem Mal abschicken, vorstehen, bitte achten Sie darauf, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben. Ja, Ja. kann ich total verstehen. Ich habe noch zwei Aspekte gehabt. Also einmal kam jetzt hier meine Mutter, erklärt mir teilweise, was über das Internet steht hier. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich finde es gerade nicht mehr. Es ist schon wieder oben verschwunden. Meine Aber Oma deine erklärt mir Mutter, das ist teilweise die was. Oma von der Caroline. Genau. Von der Du hast Caroline. eine coole Oma. Auf jeden Fall. Ja, es ist, ich habe letztens meiner Mutter zugehört, wie so einer, wie sie einer Bekannten was am Telefon so erklärt hat und dann sie so total für dumm verkauft hat, wo ich dann so gedacht habe, yo, alles klar. So von wegen, kannst du doch bei Google eingeben, Mensch. Naja, aber ich kann das verstehen, aber wir gehen natürlich jetzt nicht immer vom Einzelfall aus, sondern wir müssen ja gerade in der Forschung halt auch aus ein bisschen übergeordnet schauen und da sind es natürlich überwiegend erstmal, ohne jetzt pauschal Ältere verurteilen zu wollen. Das ist,
hat ja auch was mit Diskriminierung zu tun, ne? Also, aber es ist nun mal so, dass diese Technikaspekte eben oft mit Geschlecht und Alter korrelieren und auch mit sozialem Status. Ne? Also das ist keine Pauschalverurteilung, aber eher so eine Art von, ja, ich sage jetzt mal, Mittelwertbetrachtung ist doof, aber so eine Tendenz teilweise. Ne? So, und eine Sache hatte ich noch, die würde ich gerne nochmal besprechen, die fand ich total spannend. Ich habe jetzt auch nicht mehr drauf, wer es geschrieben hat, aber kein freies Reden möglich, Probleme mit Familie, Partner werden nicht erzählt. Ich weiß nicht, wie ich es ganz genau zu interpretieren habe, aber ich habe jetzt mal gedacht, wenn man jetzt sozusagen das erstmal mit sich ausmachen will und man ist zu Hause in der familiären Situation, ist das ja total schwierig, das in Anspruch zu nehmen. Dann musst du ja praktisch, was weiß ich, mit dem Handy nach draußen oder so, ne? Oder halt irgendwie einen Raum finden, ja, wenn man keinen Raum hat, ich stelle mir das schwierig vor. Also, oder? Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, gerade für so Probleme ist tatsächlich, sind die Online-Therapie-Programme eine richtig gute Chance, weil man nimmt sein Handy einfach mit. Ich meine, es wird sich ja vielleicht auch nicht unbedingt jemand immer direkt hinter einsetzen und mal gucken, aber wenn familiäre Probleme sind, wenn man vielleicht auch Angst hat zuzugeben, dass man in eine Psychotherapie geht, was tatsächlich ein ganz häufiger Fall ist, weswegen Leute nicht gehen. Wenn man es erstmal auf dem Handy machen kann, wenn man erstmal gar nicht sagen muss, okay, Schatz, ich gehe jetzt in eine Therapie oder Mama, Papa oder sonst was, wenn man da wirklich sagen kann, okay, ich mache jetzt erstmal so ein Programm und guck mal, was mir das eigentlich bringt, vielleicht komme ich damit ja schon zurecht. Und das dann auch erstmal vielleicht ohne, dass man direkt in die Videosprechstunde geht, sondern eben einfach erstmal aufs Online-Programm zu gehen und höchstens mal ein bisschen mit dem Betreuer oder also Betreuer mit der Beratung zu schreiben. Okay. Jana, du hast geschrieben, dass der so, also das hat Jan nochmal geschrieben hier mit dem sozialen Kontakt, dass blinde Menschen dann schlechtere Therapeutinnen sind. Nee, aber ich glaube, es geht ja darum, dass die, also gerade Blinde haben ja auch in der, wenn sie in einem Raum sind, total das Gespür, ein ganz anderes Gespür für Menschen als wir, das, also meine ich zumindest. Und daher haben die wahrscheinlich total, sind die wahrscheinlich bei Online-Therapie total benachteiligt, ne? Weil die ja überhaupt nichts mitkriegen. Also im Sinne von Riechen fällt raus, das Spüren des Raumes, keine Ahnung. So, das könnte ich mir vorstellen, dass das total schwierig ist dann, ne? Blinde Das Menschen sind in der stimmt. Lage, also, Weißt du, Pascal, meinst du das? Also, dass die nicht unheimlich viel an der Stimme und wie man was sagt hören können, dass die viel mehr auf ein Zittern von der Stimme achten, wo wir ganz genau gucken, ob sich im Gesicht irgendwas tut. Ich weiß nicht, ob man nicht, wenn was ausfällt, ob man sich da nicht auf andere Sachen noch stärker konzentriert und ob das nicht in der Online-Therapie auch so sein könnte, dass man sagt, okay, jetzt sehe ich meine Patientin, meinen Patienten nur noch von der Schulter aufwärts. Aber dafür höre ich vielleicht genauer hin oder stelle vielleicht nochmal wieder andere Fragen und bin mich noch eher der Einschränkung, noch bin mir noch eher der Einschränkung bewusst und gebe mir deshalb mehr Mühe, als wenn ich einfach so gegenüber sitze. Also das kann ja auch oft eine Chance sein, vielleicht. Also das mit den Blinden war natürlich, ich sehe schon im Chat, war natürlich provokativ gemeint. Ich glaube auch, dass da oft was ganz anderes und was viel, viel Intensiveres entstehen kann, als wenn jemand guckt, so na, hat der Ela schon wieder zugenommen oder ist er noch bei seiner Adipositas-Therapie dabei oder ähnliches, ja. Also dass man sich dann vielleicht auch mehr Vertrauen aufbaut und weniger Kontrolle macht. Also vielleicht wäre Kontrolle für mich auch genau das, was es mir schwer machen würde, mich jemandem gegenüberzusetzen. Ich sag mal so, Kontrolle in der Psychotherapie ist sowieso ein ganz eigenes Thema für sich, denn wir können ja sowieso nur denjenigen Leuten helfen, die auch, naja, eine Therapie wollen, ne? Es ist ja nicht so, als könnte ich jetzt einfach wild, weiß ich nicht, ich kann ja nicht jemanden einfach, was weiß ich denn, eine Bandage um den Arm machen und dann sagen, okay, deine Depression ist jetzt geheilt. Natürlich ist es bei Ärzten auch so, dass da eine Aufklärung, ein Einverständnis stattfinden muss. Aber da kann man auch eher sagen, okay, wenn sie jetzt nicht sich operieren lassen, dann sterben sie halt. In der Psychotherapie ist es häufiger so, okay, sie müssen jetzt leider bei jedem kleinen Schritt selber mitarbeiten.
sonst kommen wir auch nicht voran. Und da ist eben sowieso die Kontrolle so eine Sache, die hat eigentlich der Patient weiterhin selbst. Ich sehe ja hier im Chat ganz viele, die eben sagen, wie wichtig die Nähe und Ähnliches ist. Wie ist denn die Erfahrung in der Online-Therapie, dass vielleicht der Kontakt auch außerhalb der Sitzung dann öfter gesucht wird? Also ist das was, wo man dann vielleicht eine höhere Frequenz auch hat? Also wenn man sonst sagt, man hat einmal oder zweimal die Woche Sitzung und eventuell zwischendurch mal die Chance anzurufen, wenn es einem ganz schlecht geht, und da würde man vielleicht aber auch lange warten. Ist das vielleicht so, dass diese Schwelle des dann zwischendurch Kontaktaufnehmens dann in der Online-Therapie geringer ist? Oder ist das ähnlich? Wisst ihr da schon was? Da wissen wir im Moment leider noch nicht so richtig viel zu, weil das jetzt im Moment im Rahmen natürlich auch erstmal viel mehr wird mit der Online-Therapie. Davor gab es auch einfach noch nicht so richtig viele Leute, die das überhaupt, naja, sagen wir mal, intensiv genutzt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das so entwickeln wird, dass die Leute, die die Möglichkeit dazu haben, Online-Sitzungen zu machen zwischendurch für vielleicht eine Krise, wenn es denn dann erlaubt ist, das auch gerne nutzen. An sich ist so ein Krisengespräch per Videotherapie ja auch vorher erstmal nicht erlaubt gewesen wegen der Krisensituation. Ja. Auch ob halt, ja, bitte. Nee, sag gerne. Auch ob Therapeuten anbieten, dass man sie zwischendurch anrufen kann, handhaben die Kollegen ja auch ganz unterschiedlich. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man immer zwischendurch anrufen kann. Aber ich vermute, bei den Kollegen, wo man zwischendurch anrufen könnte, auf einem Telefon, so krisenmäßig, dass dann da auch die Videosprechstunde gerne genutzt wird. Wahrscheinlich lieber als ein Telefonat. Mhm. Was ja auch ganz spannend ist, es gibt ja, also ich habe mich eine Zeit lang in so einer Projektentwicklung mit Chatbots viel beschäftigt, und da gab es auch in einem Review zum Nutzen praktisch eine, dass bei Kindern mit Autismus gerade so Chatbots zum Beispiel total gut ansetzen, also da sehr gute Ergebnisse rauskommen, weil die eben sagen, ja gut, ich kann A, so, dass, also ich muss nicht sozial interagieren mit Menschen, ne, weil die ja häufig da auch Probleme haben, auch, aber da ist auch wieder ein Spannungsverhältnis, sie müssen es ja, oder lernen es ja irgendwie auch in der Therapie, aber auf der anderen Seite, gerade die Kinder, die dann halt so digitale Medien nutzen in diesem Zusammenhang, haben da anscheinend total gute Benefits, wenn die eben digitale Therapien mit nutzen, ne? Weil sie eben ja selbst gesteuert das die Therapie machen können und eben dann auch das machen können, wenn sie sich danach fühlen. Mhm. Genau. Zum Teil, ne? Dann spielbasiert noch und so. Also es gibt wirklich, ich glaube, es ist einfach wirklich, wir handeln ja gerade global sozusagen aus, wie wir die ganzen digitalen Interventionen einsetzen. Und ja, da gehört es eben dazu, auch genau rauszufinden, wo es sinnvoll ist und wo nicht, ne? Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, kann es das eigentlich ersetzen, ne? Denn auch bei den Kindern, die Autismus haben und das machen, soll es ja nicht ein Ersatz, glaube ich, für die Interaktion sein und für das Lernen von sozialer Interaktion, sondern es soll vielmehr denen die Möglichkeit geben, die ganzen Dinge auch zu lernen, ohne sich gleichzeitig noch auf tausend andere Sachen zu konzentrieren. Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, es wird die ganze Zeit einer neben uns sitzen und immer an der Schulter wackeln, während wir versuchen, irgendwie für eine Klausur zu lernen, da würden wir ja auch irgendwann denken, oh Gott, geh weg. Und genau dafür sind eben, deswegen sind die Dinger ja auch so effektiv, sage ich mal, weil diese fürs Lernen zumindest das wegfällt. Aber klar, soziale Interaktion sollte trotzdem weiter geübt werden. Ja, ich glaube, es geht auch immer um die Spezifität. Das ist ja auch also ein Grundsatz. Jetzt haben wir, also die letzten 10 Jahre so in der Forschung, haben sich ja sehr darauf konzentriert, immer wieder irgendwelche Interventionen zu entwickeln. Und die tausendste App und die tausendste irgendwas, ne? Und jetzt kommt das Thema der, also nach diesen 10 Jahren kommt das Thema der Evidenzbasierung und der Evaluation jetzt so total in den Vordergrund. Auch im Zuge der gesetzlichen Regulierung und vor allen Dingen, was jetzt total boomen wird, ist die Implementation. Also das heißt, auch wie können solche Tools halt richtig implementiert werden.
weil man eben aus der Implementierungsforschung weiß, dass der Nutzen häufig auch an einer falschen Implementierung hakt. Das heißt, man kann die tollste Intervention haben, hier die Leonie kann ultra gute Therapie machen mit dem besten Tool, aber wenn man halt die richtigen Merkmale der Implementierung nicht kennt oder falsch macht, unbewusst auch, dann kann es dazu sein, dass die Therapie halt jetzt, sage ich mal, im Sinne der Evidenz nicht da ist, ne? Das ist aus der Interventionsforschung seit immer schon, also lange schon bekannt. Deswegen gibt es halt eben auch Implementierungsforschung, ne? Und das ist halt sozusagen, handeln wir da auch aus jetzt, ne? Ja. Okay, ich würde mal einmal euch jetzt die ganzen Nachteile und Vorteile aufmachen, die ich einfach so, sind nicht alle, aber ich habe mal ein paar mit aufgeschrieben. Natürlich im Rahmen von Corona hat ein Online-Therapieprogramm ein geringeres Infektionsrisiko. Wir haben davon tatsächlich schon fast alles, glaube ich, gesagt. Problematisch ist gerade bei den Nicht-Betreuten, dass eben die Therapiebeziehung wegfällt. Und auch das habe ich schon häufiger mal gelesen. Das ist tatsächlich eine Sache, die an der Effektivität auch ordentlich rütteln kann und weswegen auch die nicht-betreuten Therapieprogramme häufig sehr viel weniger effektiv sind als die betreuten. Denn die Therapiebeziehung, also die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, ist einer der größten Wirkfaktoren in einer Therapie, dass man eben dieses Vertrauensverhältnis aufbaut. Wenn man jetzt nur ein Programm macht und nicht eben die Videosprechstunde, und keine Betreuung da hat, fällt das natürlich total weg. Und das ist auf jeden Fall ein Nachteil davon. Deswegen sind eben betreute Online-Therapieprogramme häufig wirksamer als nicht betreute. Wie im Fall der Autismus-Kinder vielleicht ein ganz gutes Gegenbeispiel, dass es auch mal andersrum geht. Aber in der Regel ist es so, dass eine Betreuungsperson, die dabei ist, hilfreich sein kann, auf jeden Fall. Über die Vorerkenntnisse haben wir schon geredet, teilweise kostenpflichtig. Datenschutz ist wesentlich aufwendiger, als in eine Praxis zu gehen und zu sagen, hi, hier bin ich, ich brauche jetzt Hilfe. Es gibt natürlich weniger persönlichen Kontakt, ne? Aber die Vorteile sind eben auch, man hat es immer dabei, man ist zeitlich deutlich flexibler, ich muss nicht erst auf einen Termin warten. Auch die Anonymität kann tatsächlich was sein, was von den Leuten sehr hoch gewertschätzt wird, habe ich glaube ich auch schon im Chat gesehen. Und es gibt einfach auch weniger Wege, wie auch bei der Videosprechstunde. Was ich noch ganz wichtig finde, ist eben die Prävention und die Wartezeitüberbrückung. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in Deutschland gibt es in den allermeisten Fällen ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre Wartezeit auf einen Therapieplatz ambulant. Und das ist einfach eine unfassbar lange Zeit. Und gerade an der Stelle, wenn wir von Ersetzen reden, sagen wir immer, Leute, es sind so lange Wartezeiten für die Leute. Unsere Therapieprogramme sollen entweder einfach dabei helfen, dass eine Prävention stattfinden kann, damit es vielleicht für diejenigen, die überlegen, ich habe Schwierigkeiten, aber ich weiß noch nicht, ob es in eine Therapie gehen soll, die da vielleicht sagen, ich mache das jetzt und dann geht es denen so weit besser, dass sie gar nicht erst psychisch erkranken. Oder auch für diejenigen, die in eine Therapie gehen wollen und dann einfach 6 Monate warten müssen auf einen Therapieplatz, obwohl es ihnen ja jetzt gerade schlecht geht. Und dafür ist das auf jeden Fall super wertvoll. Und dann ist eine Therapiesitzung eben auch eigentlich, außer man geht jetzt zu einem Psychoanalytiker, einmal die Woche 50 Minuten. Und auch da einmal die Woche 50 Minuten, da findet ja nicht die reale Veränderung statt. Da setzt man einen Kurs und wo soll es hingehen und spricht ein bisschen darüber, woran liegt das, dass ich diese Blockade habe. Aber die Veränderung findet ja tatsächlich in der ganzen Zeit dazwischen statt. Und auch dafür ist es eben diese Wartezeitüberbrückung zwischen den Sitzungen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt was, da kann ich noch weiter dran arbeiten, auch wenn ich gerade keine Sitzung habe. Und was wir auch immer sagen ist, viele der Therapieprogramme, also diese Online-Programme, lassen sich auch einfach nach einer Therapie noch nutzen, um die Katalyse zu verbessern, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, noch ein bisschen sanfter aus der Therapie auch rauszukommen und auch mal was zu haben, wo sie einfach auch
noch ein bisschen was weiter haben. Okay, ja, dann sehe schon ganz viel, Tito, bin ganz froh darüber. Ja. Erzähle ich euch noch ein bisschen was zu dem. Ja. Nee, mach ruhig. Ich dachte, du bist. Okay. Ich erzähle euch noch ein bisschen was. Ich beeile mich zu den Therapieprogrammen, die wir bei uns haben. Das ist tatsächlich einmal RedUp, das ist das Projekt für meine Doktorarbeit. Da geht es hauptsächlich einfach um Resilienz. Wir wollen eben gucken, dass wir die Stärken von den Leuten nutzen und die fördern und gucken, okay, wir versuchen mehr auf Prävention zu gehen, wir versuchen mehr dafür zu sorgen, dass man das, was man schon hat, stärkt. Und ich hatte vorhin schon mal von dem R-Emotion aus Bern erzählt. Die wollen eben gucken, wenn ich meine Emotionen reguliere, anstatt eben meine psychischen Widerstandskräfte hochzufördern, ist das vielleicht ein bisschen effektiver. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Da wollen wir einfach mal schauen, ist es gleich effektiv oder nicht. Aber RedUp, haben wir auch eine offene Version von. Wenn ihr wollt, wenn Psychologen hier sind, ihr kriegt Versuchspersonenstunden, aber auch an alle anderen, wer Interesse hat, ich blende am Ende gleich nochmal die E-Mail-Adresse ein. Deshalb ist eigentlich ein ganz cooles Programm für jeden, der einfach mal sagt, ich bin irgendwie belastet, ich würde da gerne mal mehr in meine Resilienz reingucken, meine psychische Widerstandsfähigkeit ein bisschen fördern. Da kann jeder mitmachen. Das ist wirklich einfach nur so eine Intervention, eine Beratung. Ja, da geht es echt darum, hauptsächlich. Na, Resilienz, eine psychische Widerstandsfähigkeit, wie gut kann ich mich von Schicksalsschlägen erholen? Ein ganz riesiges Thema, muss ich jetzt nicht so groß drauf eingehen. Würde auch hier den Rahmen sprengen. Für wen es deshalb habe ich gerade auch schon erzählt. Dann habe ich euch nochmal hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Das zum Beispiel ist einfach ein Infotext mit einem Bild. Es gibt aber auch so interaktive Inhalte, wo man tatsächlich einfach was selber eingeben muss, oder auch individuelle Inhalte, wo eben zum Beispiel die Leute was eingeben hier, wo es denen dann selber nachher auch nochmal wieder angezeigt wird, dass man also selber sehen kann, ach, das habe ich da eingegeben und dann darauf aufbauend tatsächlich das Programm so ein bisschen auch für sich selbst designen kann und die Sachen auch wirklich, so gut es uns möglich war, an die Leute angepasst. Es gibt natürlich auch ein paar Fragebögen, aber wir haben versucht, das alles im Rahmen zu halten. Ja, dann könnt ihr hier einmal so ein bisschen drauf gucken, welches ist euer Resilienzbild. Teil des RedUp-Programms ist, dass man sich ein Bild aussucht, was man sich als Hintergrund nimmt. Wir haben 20 Bilder da drin, aber hier habe ich euch mal ein paar mitgebracht, die ich jetzt einfach alle so ganz nett fand, und wollte euch die einfach mal zeigen. Ja, dann gibt es noch Speech. Das ist tatsächlich ein Therapieprogramm. Genau, die Bäume sind sehr beliebt. Die sind auch echt schön. Speech ist tatsächlich ein Online-Therapieprogramm. Anders als RedUp ist das für Menschen, die eine soziale Phobie haben, die also wirklich Probleme damit haben, unter Menschen zu gehen. Und da kommt jetzt auch nochmal das Ganze rein, was ihr vorhin auch gesagt habt, mit der Hemmschwelle. Soziale Phobie ist eben, ich habe Angst davor, in den Kontakt zu gehen. Ich achte zu sehr auf mich selbst. Ich habe total viel Sicherheitsverhalten. Vielleicht halte ich mein Glas immer besonders fest, damit ich es nicht verschütte und zitter dann aber so sehr, dass ich es doch verschütte. Und weil ich das alles mache, war die Situation für mich natürlich ganz furchtbar. Und da muss sie ja für die anderen auch furchtbar gewesen sein. Und da ist es eben so, Online-Therapieprogramme bieten die Möglichkeit, erstmal vielleicht für einige dahin zu kommen. Ich traue mich, in eine Therapie zu gehen. Ich habe nicht mehr so viel Angst vor Menschen, weil ich mich ein bisschen damit schon auseinandersetzen konnte, bevor ich überhaupt in den Kontakt gehen musste. Ich habe das vorhin auch im Rahmen der Depression gesehen, auch da. Wenn man mal so ein bisschen wieder rauskommt, ein bisschen Motivation hat, kann man natürlich auch besser, ja, beim Therapeuten anrufen. Genau. Wartezeitüberbrückung auch hier wieder. Ja, dann hatte ich hier eigentlich noch zwei Videos, die einmal eine sehr,
schüchterne Person zeigen, die durch unsere Uni läuft, und dann eben eine sehr offene Person. Da ging es nochmal so ein bisschen um Sicherheitsverhalten, aber die aufgrund der Zeit würde ich sagen, damit wir gleich auch nochmal einen Moment diskutieren können. Entweder sparen wir uns die jetzt oder ich zeige euch die gleich ganz am Ende nochmal. Aber erstmal noch zum Feedback. Was kriegen wir für Feedback? Habe ich euch nochmal was mitgebracht einfach. Wir erheben nach jeder Sitzung Feedback. Ich lese es regelmäßig durch und versuche auch die Programme daraufhin anzupassen. Technisches sowieso, aber manchmal gibt es auch so Verständnisfragen. Aber wir kriegen auch sehr, sehr, sehr viel gutes Feedback, was mich natürlich total freut. Ja, genau. Und das sind tatsächlich wirklich Auszüge. Und es sind auch nicht nur Studentenauszüge, sondern es sind tatsächlich auch von Leuten, die von außen einfach kommen und gesagt haben, hey, cooles Programm. Ja, demnächst gibt es noch Else. Also Else ist so ein Programm für Eltern mit epilepsiekranken Kindern, tatsächlich. Und das wird jetzt demnächst noch anlaufen. Das ist auch ein richtig cooles Programm mit selbstgemalten kleinen Gehirnen und Nervenzellen. Ist eher so für Eltern gedacht. Ja, ich glaube, da soll auch eine Version für Studierende rauskommen. Eben an die Psychos wahrscheinlich eher. Aber wenn ihr jemanden kennt, der da Probleme mit hat, dann könnt ihr mir natürlich auch mal einfach eine E-Mail schreiben, dann kann ich euch da vielleicht einen Kontakt vermitteln. Ja, vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein. Hat mich gefreut, dass ich auch hier sein durfte. Und dann habe ich hier für euch nochmal die E-Mail-Adressen. Falls ihr Interesse an RESTUP habt, falls ihr selber Probleme mit sozialer Phobie haben solltet, natürlich meldet euch gerne da. Wir haben alle auch eine Schweigepflicht, also wir dürfen euer Kram auch nicht weitererzählen. Betreut werdet ihr in dem Rahmen sowohl in Speech als auch in WhatsApp von entweder Masterpsychologie-Studierenden oder von mir. Ja, aber genau, da stehen wir hinter. Wer sich melden möchte, sehr gerne. Ich freue mich über jeden Teilnehmer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leonie, danke. Vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Es ist, ja, fand ich sehr wieder viele Inhalte zu diskutieren und wieder ein sehr großes Abwägen von Inhalten oder von Vor- und Nachteilen, kann man es vielleicht pragmatisch sagen, aber es ist einfach vieles in der Aushandlung auch, ne? Also es ist ja auch, wenn man das jetzt mal, ich meine, wann ist die Psychotherapie so erfunden worden mit Freud? Vor irgendwie 100 Jahren oder so? Ist noch gar nicht so lange her. Also vor 60 Jahren haben wir uns noch gezeigt, dass es ja nicht geht. Also ich meine, wenn man sich die Zustände noch anschaut in den Psychiatrien noch vor 30 oder 40 Jahren, da wird einem ganz übel. Also die Psychotherapie ist teilweise noch echt eine junge Disziplin und gleichzeitig sind wir super froh, dass mittlerweile so anerkannt wird. Ja. Ja, man vergisst das häufig auch. Also die ersten randomisierten, kontrollierten Studien sind ja aus den 50er, 60er Jahren. Ne? Also es ist nicht so, als wenn wir jetzt da hunderte, was weiß ich, wie viele Jahre Erfahrung mit solchen Dingern haben. Das heißt, alles diese ganzen Konzepte von Evidenz und von, ne, so, und auch gerade in der Psychotherapie. Also ich habe ich habe so 10 Wochen, glaube ich, in der Akutpsychiatrie gearbeitet. Ja, dass die Leute da wirklich durchgedreht sind, ist, also das hört sich jetzt doof an, durchdrehen, aber dass die da nicht unbedingt gesund geworden sind, ist klar, weil das waren ja wie so ein Verlies fast, kann man sagen. Ne? Also deswegen kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Und jetzt, um wieder den Bogen zur Digitalisierung zu spannen, wir sind echt gerade erstmal am ganz kleinen Anfang. Auch hier. Genau. Ja, deswegen, also noch viel, was wir aushandeln müssen und viel abzuwägen, und da war das jetzt nochmal ein guter Input von dir. Dankeschön. Insofern es keine weiteren Anmerkungen gibt, gibt es noch irgendwas? Nein. Genau, Caro. Glaube ich auch. Ja? Aber das, also Caroline sagte noch, dass wir psychische Erkrankungen haben, ist bis heute schwer. Das glaube ich auch. Aber das wird sich bessern.
Ich nutze mal die Chance, schnell vielen, vielen Dank zu sagen für einen großartigen Vortrag und einen super spannenden Vortrag. Wir haben zweimal schon Online-Psychotherapie mit Philipp Dose in diesem langen Verlauf dieses Kurses gehabt, der immer erzählt hat, es geht nicht, es ist verboten, es ist nicht möglich. Und umso toller jetzt mal zu hören, was jetzt alles möglich ist und wie schnell sich das entwickelt. Vielen, vielen Dank, dass du da Zeit für uns hattest und das allen so lebhaft und so spannend präsentiert hast. Schon tolle Diskussion hier mitverfolgt im Chat und das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank auch nochmal abschließend jetzt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und da geht es um ja, Evidenz von oder Qualität, Evidenz von Apps im Gesundheitswesen, also gesundheitsbezogene Apps und da werden die Kollegen aus von der Bertelsmann Stiftung kommen und werden dort einen Vortrag halten. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn sehr viele da sind. Mit denen machen wir das schon relativ lange jetzt zusammen. Ich werde auch ein paar Fragen vorher stellen, weil das auch so ein Thema ist, was mich bewegt. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank. Moment. Theo und Antonia würden so gerne die Videos noch sehen. Können wir das noch für die, die noch Bock haben, machen oder ist das technisch schwierig? Wenn die Geduld haben, können wir das von mir aus auch noch machen. Ich muss die halt über mein Dings freigeben hier, also über meine Bildschirmfreigabe. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, an sich können wir das schon ganz gerne machen. Wenn ich herausfinde, wie. Vielleicht kann mir da ja der Sven einmal kurz helfen. Was soll ich machen? Und du gehst oben über deiner Präsentation, hast du jetzt ja Freigabe beenden, dann diese vier Pfeile und so und daneben, so, also rechts daneben ja, so kleine Striche. Und wenn du da drauf gehst, kommt so ein Pull-Down-Menü, Freigabe und dann mein Bildschirm. Ah, ja, okay, Moment. Nur mein Bildschirm. Ist die Frage, seht ihr das? Wir sehen jetzt deine Präsentation. Was fällt euch an Jana auf? Ja. Ja, so genau. Und dann hoffe ich mal, ist das auch groß genug für euch, weil ich sehe euch jetzt nämlich gar nicht mehr. Ja, geht. Also wir gucken mal, wer Jana ist. Im Moment sehen wir alle anderen Menschen am Tisch sitzen. Und genau. Jetzt geht's los. Also da haben wir einmal, ja, was fällt euch an Jana auf? Das ist die, die jetzt hier durchs Bild geht mit hochgezogenen Schultern. Genau. Und rot blickt nach unten. Genau, okay. Blick nach unten, keine hochgezogene Schwingen. Schultern. Keine schwingenden ja. Arme. Nee, genau. Das ist eben aus unserem Soziale Phobie-Programm. Ne? Und da haben wir einmal diese Jana mitgebracht und dann tatsächlich einmal gefragt, was fällt euch denn an ihr auf? Und danach haben wir eben nochmal Jana gefilmt und zwar ein bisschen eine andere Jana, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, cool. Ja. Ne? Und da ist tatsächlich ist ganz oft so, die Menschen mit sozialer Phobie, die realisieren häufig gar nicht so ganz, woran liegt es denn, wieso fühle ich mich denn so komisch und warum ja, weiß ich eigentlich, ja, wieso wirklich so komisch auf andere Leute? Und dafür haben wir tatsächlich wirklich versucht, Videos einzubinden. Das sind nicht die einzigen, um das darzustellen. In RESUP gibt es Beispiele zum Beispiel für Resilienz. Da haben wir so eine ganze Modellsitzung aufgenommen mit verschiedenen Zeitpunkten, um den Leuten nahezubringen, wie sie das ausfüllen und wie das überhaupt funktioniert, damit tatsächlich wirklich hier Professor Wilutzki und eine andere gefilmt und das mal so beispielhaft abgedreht, damit man cool. Da nicht so ganz alleine ist. Ja, und auch für die Leute, wo ich meine, das ist für viele neu, nur die Fragen zu sehen, ist auch manchmal ganz schön überfordernd. Und dann haben wir uns gedacht, da versuchen wir das möglichst auch mit Video darzustellen und interaktiv zu machen. Ja. Cool, ja, super. Okay, gut. Sehr schön. Klasse, dass wir das auch noch geschafft haben. Wer hatte jetzt eben gefragt, muss man mal schnell gucken.
Theo, genau, Theo und Antonia, da schreiben Sie. Danke für die Videos. Ja, Ja, super, gerne, dass gerne. wir euch den Wunsch noch erfüllen konnten. Warte. Ja. Vielen, vielen Dank. Sven hat schon gesagt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich glaube, wir müssen frohe Pfingsten wünschen, oder? Ja, genau. Sprecht in Schönes Zungen, Wochenende. es ist Pfingsten. Ja, genau. Schönes Wochenende, ja. Alles klar, euch auch. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao.